immun gegen Furcht. 60 LP. Okay, das ist nichts. 0-1 Bewegung, immun gegen verstummt. Die Rüstung ist gleich. Mehr Leben, immun gegen Furcht statt verstummt. Das eine erfordert aber nur Int, das andere Stärke. 54 Leben, dafür weniger Schaden. Keine Crit-Chance. Aber dafür Verflucht-Möglichkeit. Wir nehmen das Leben. 162, ey. Hat er sogar Ersa überholt. Jetzt braucht er eigentlich auch nicht mehr das Stärke-Amulett. Jetzt kann er eigentlich wieder ein anderes tragen. Hatte ich nicht nur eins weggepackt hier irgendwie? Int und tauschen. Bringt ihm noch mehr. Hat er noch eins? Okay. Ordentlich. Ordentlich. Holt sogar mich ein. Und ich bin fies gepusht durch einsamer Wolf. Bei mir mangelt jetzt, glaube ich, wo mangelt's denn da? Hat der eigentlich? Warum hat der so viel? Der hat auf den Dingern gar nichts, auf den Händen. Der Brust hat da 60, da habe ich 30. Okay, da hat er schon mal 16, aber nur auf dem Helm, da habe ich schon 43. Ah, hier auf dem Sarong, da habe ich gar nichts. Da hat er 60. Oder 69 sogar. Noch die Waffen. Zweimal Waffen mit zweimal 60 Leben. Cool, mal einen hier mit einer echten Robe. Oh Gott. Look out, I see a trap nearby. Wow, war das close. Look out, I see a trap nearby. Und hier haben wir auch noch was Ungelöstes. Sind auch noch Türen, die ich nicht aufkriege mit Hebeln. Und einer Kiste. So, der König ist tot. Well, Wanderer, this well is still stuck here, willing to weep at any wee thing. Oh, will I ever see Wari again? Ja, das ist irgendwie. Kann ich euch irgendwie helfen? Why the scroll, Wanderer? The scroll with Boreas' scroll. Ja, aber was denn für eine. Was für eine Scroll? Was für eine Scroll? Hab ich eine Scroll? Hier? Zauberspruch der Kultisten? Doesn't seem to be working. What did I do wrong? I mustn't have used it correctly. Zauberspruch für die Aufhebung der Barriere.
Ja. Boreas hat den Zauberspruch. Boreas ist tot. Lang lebe Boreas. Hier komme ich nicht durch. Hier ist alles gelabert. Da ist ein Hebel, an den ich nicht im Ansatz weiß, wie ich rankommen soll. Was war auf der anderen Seite das Problem? Ach, da war die verschlossene Tür, wo ich nicht durchkomme. Wo man nicht aufschließen kann. Der Hebel hier verändert nichts, oder? An der Situation. So, irgendwas habe ich hier in dem Gebiet verkackt oder noch nicht gesehen. Das Gebiet hier hinten kommt man nicht, ne? Sonst war ich überall. Ich hatte wirklich gehofft, Willi will's wissen, hilft mir jetzt irgendwie weiter. Also würde ich jetzt mal einfach stumm vermuten, dass die Schriftrolle für Willi hier hinten ist. In seiner Schatzkammer. Weil hier sehe ich keinen Weg weiter. Durch die Türen komme ich nicht. Also komme ich nicht an den Hebel. Und hier komme ich nicht an den Hebel durch die Lava. Der Hebel macht nichts. Sonst sehe ich keinen Hebel. Ich würde sagen, Halberheim bleibt erstmal noch ein Rätsel für mich. Keine Ahnung. Also noch Seisil, Seisil. Schlange. Nicht irgendwo ein Wegpunkt? Also hier irgendwo auf der Map gerade ein Wegpunkt. Ach, da drinnen. Ach nee, nicht drinnen, aber da oben. May the goddess guide you through the forest and keep you safe. Also ihr seid aber auch empfindlich. Bin ich im Wald, überhitzte. Bin ich draußen, in Highwayem, da erfrieren sie. Wir müssen mal ein bisschen relaxen, Leute. Boys. Hochebene. I feel uneasy here. I'd better keep my weapon at the ready. Blutwespe. Überriechende Blume. Stufe 8. Stufe 8? Hä? Brauche ich doch nicht mal wirklich Waffen, oder?
selbst er sah die mit einem Schuss fast wegmacht. Giftbombe! Jetzt bin ich so krass die Charge, das ist... Dass ich alles in Brand gesteckt habe, oder? Oh, ganz schön Schaden gekriegt. Heia. Vielleicht sollte ich das Level 8 doch nicht so unterschätzen. By dripping. Rain nurtures our land. Hä, hier lebt noch was? Ach, die. Durch Gift laufen die eiskalt durch, ne? Tangiert ihn nicht. You're my kindling for my triumphant blaze. Lieber Pilz. Leerer Baumstamm. Oh, die Rockdinger sind schneller dran. Verdammt. Hatte gehofft, die bleiben da stehen. Bleibst du da stehen? Na ja, bufft noch. Und jetzt läuft er los. Verdammt. Bleib da stehen. Perfekt.
you a leg to stand on. Ah, das ist blöd. Nee, dann... Nicht vor dem? Nee, die sind nochmal vor mir dran. Die sind sowieso vor mir dran. Und dann sind wir noch immun gegen Niederschlagen. Au! Soll man dich einfrieren? Er ist nur unterkühlt. Verdammt. Ach, weil er rasend vor Wut ist. Ja, gut, das hätte man sehen können. Bleib ja hier. Giftig. Nicht in Sichtweite, verdammt. Wo kann die weit laufen für 2 Punkte? Kriege ich nicht mit rein. Ich trotzdem nicht. Ziel ist blockiert. So geht's. Alle weg? Nee. Aber mit der bin ich nicht im Kampf, ne? Nee. Ich glaube nicht, dass Erde dem Vieh 4 ausmachen wird. Ah ja, gut. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Versuchen wir jetzt nochmal. Unterkühlt. Jetzt müsste eigentlich eingefroren werden. So. No glory in this death. Ich krieg den nicht ausgewählt. Ich komme auch nicht hinter. Muss ich wieder durchs Gift? Naja, was soll's. Oh. Nee. Hä? Ach, tot. Bin mit der im Kampf. Oh. Willst du auch irgendwas tun? Die ist doch irgendwie nur so dumm. Hallo? Also, die Eisenmauer ist im Weg. Die Eisenmauer ist im Weg. Ja, dann müsst ihr den halt selber machen, ne? Ihr könnt auch mal irgendwas selber töten. Das ist halt auch hier so. Kopfschraube. Siehst du, gucke an. Ach, da sieh einer an. Bzzz.
So. Kommen wir da ran? Ja, doch, müsste klappen, oder? Oh. Your grave opens to welcome you. Ja, dann müssen wir es halt so machen. Ach, mit 40 Schaden gemacht und mit 61 Heilt. Das war doch perfekt. Oh ne, dann kriege ich hinten keinen Schaden mehr auf den. 3. Das würde gehen. Oh ja, bleibt nochmal eingefroren. So. Da legst du den, da legst du ihn nieder. Wie viel? 5. Der Charge hier übers Schlachtfeld, ey. Und macht den weg. Ah. Guten Abend. Ich dachte, dass ich dich heute noch sehe. Augen immer her. Wir verlieren den Pflanzen Augen. Und Tierhäute. Also sehr, sehr, sehr komische Pflanzen hier. Bienenstock. Okay. Das Gebiet haben wir erkundet. Und das da hinten. Ach, der Mineneingang. Wir gehen erstmal außerhalb der Stadt entlang, oder? Nee, wir kümmern. Und hier unten. Hm. Strange. Stranger. Heute war Tenocon. Wie BlizzCon, nur für Warframe. Ah. Alle Spiele hier eigenen Cons, Für ein Riesenhaus. Spinnen! Hier sind überall Spinnennetze. Oh nee. Hier unten kommen Spinnen. Glaub ich, Spinne. Gut, erkunden wir mal die Stadt. Schauen wir mal, was hier in der Stadt los ist. Mal gucken, wie viele Episoden Stadt das jetzt hier wieder wird. 23 Folgen statt. Weiß ich nicht, ob da Traps sind. Nur weil dein Netz hängt, heißt das noch lange nicht, dass es Spinnen sein müssen? Okay. Sondern Schweine. Spiderschweine, ne? Ja, ja. Was? Vor den Verlorenen? Was sind die Verlorenen? Wer redet? Wieso reden hier so viele? Hier läuft eine Ratte. Aha, Lawrence hat ja so irgendwas getan. Was, wer ist Lawrence? Was hat er getan? Ach ja, du kannst doch nicht immer nur... Muss da genauer werden. Sehr viel spezifischer. Was ist mit der Kiste hier?
Oh, eine Ratte. Halt. They say the undead are immune to rot. I guess because they're already rotten. Daemon Daemonium. Good. Daemon Daemonium, ja. Genau das. Genau richtig. Sauerei. Und das hier? Totem. Asking toll to cross a broken bridge? Ridiculous. Hasn't been paid in ages, has it? Oh. Might as well jump off the cliff for all the good he's doing. What? Was ist hier los? Achso, ihr redet ja. Entschuldigung. I hope you haven't come for work in the mines. Overrun by goblins, they are. But why toil in the dark when you could bask in the light of the one way? Schrift. Achso, nee, ich dachte gerade. Was ist zum Aufschließen? I hope you haven't come for work in the mine. Na, ich weiß noch nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig, ob ich in den Minen arbeiten will. Ich höre immer nichts Gutes über Minen. Was ist mit der Brücke hier? Das ist ja geil. Hui! Was ist denn hier? Wo rennst du hinten? Hier ist so eine Kiste. Hä? What? Räum mal hier wieder auf, Jan. Also. Hallöchen. Ein dickes Schwein. Lawrence Arbeitszimmer. Aha, du bist der, von dem die Ratten erzählt haben. Wer ist denn hier gerade weggegangen? Brandon. Hallo, Brandon. Warten Sie mal. Stopp! Im Namen des Gesetzes! Source Hunter, are you? What brings you to this neck of the woods? The goblins? The orcs? The cult? Or the whole pretty bouquet? Eine weiße Hexe hat mir hier. Erzähl mir von dir. Don't be surprised if you hear more than a few unkind words about yours truly around town. An overseer's got to enforce his share of unpopular guild decisions, you know. Ja, das kenne ich. Das Problem, das kenne ich. I'm finished with this one pony rodeo, though. And I did my best by these roughnecks. And now it's time for old Brandon to take a load off. In fact, you may be able to help speed my retirement plan along. Ja, erzähl mir mehr darüber. Oh, erzähl mir mal mehr darüber. I must say, I'm also intrigued. Oh, I knew a source hunter would perk up at the sound of a challenge. Ja, jetzt erzähl doch mal. Between you and me, the Troll King's sitting on a piece of treasure of more value than even he knows. A metal called tenebrium that can fetch a prettier sum than its weight in gold. I intend to lift it, sell it, and live out the rest of my days in comfort. Klingt schon mal ganz gut. The devil's in the details, though, and I haven't managed to find a way to access the king's cave, much less make off with the stuff without being noticed. But you're a source hunter. You can sniff out any point of mystery. So let's make a deal, hmm? You find the tenebrium and bring it to me, and I'll deliver you a few pieces of information about Silverglen, and Lawrence in particular. Mhm. For sure to make your mouth water. Ihr sprecht den Lawrence aus? I wouldn't wish the wrath on me worst enemy, though. So let me give you a little something to contain the tenebrium bars. It's lined with the fragments of a special stone that keeps rats' ill effects at bay. Das hätte ich mal früher gebrauchen können. Erzählt mir mehr über den Trollkönig. Apart from Gungir's stature and incurable case of the uglies, it's not so different from a parakeet. Got a brain the size of a pea and a fervent passion for all things bright and shiny. Also fast wie ein Drache. The nutty oaf sits on a river of silver beneath these mines, but leases it to the mining company for a fraction of its worth in gold.
He'd rather put those hefty minions of his on toll duty than mine these hills himself for 5 times the reward. I can't be certain myself where his cave is located, but at least one of those oaf lackeys of his must know where to look. They've got to do something with all the gold they've gathered in the course of guarding those damn bridges, haven't they? Haven't they? Erzähl mal was anderes. I'm no man to refuse a source hunter. Ask away, friend. Okay. Was ist denn dieses Tenebrium? A strange sort of substance. Discovered here around 2 years ago. And folks have been clamoring to get their paws on the rancid stuff ever since. Aha. The right buyer? It's worth more than diamonds. Bin aber weg. Haben wir bekommen? Trollkopfgeld. Brennt ein Bart uns darum, dass etwas Tenebrium vom Trollkönig zu stehen. Sieht aus wie ein Dieb.